Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist von einem Ost-West-Konflikt nicht viel zu spüren. Auf der Konferenz von Jalta am Schwarzen Meer beschließen die USA, Großbritannien und die Sowjetunion die Aufteilung Deutschlands in drei Besatzungszonen. 1947 ist die Situation eine andere. US-Präsident Harry Truman will mit seiner Politik den kommunistischen Machtbereich eindämmen. We are not waging a cold war. Wir führen keinen kalten Krieg. Die Spaltung, die es gibt, die existiert zwischen der Sowjetunion und dem Rest der Welt. It is between the Soviet Union and the rest of the world. Helfen soll der Marshallplan. Truman will die europäische Wirtschaft stärken. Joseph Stalin verbietet den osteuropäischen Ländern eine Teilnahme am US-Aufbauprogramm. Eine Teilung der Welt deutet sich an. 1949 wird im Westen die NATO gegründet. 6 Jahre später zieht der Ostblock mit dem Warschauer Pakt nach. Die Teilung der Welt in zwei Lager ist besiegelt. Das Wettrüsten zwischen den USA und der UdSSR, es findet auch im Weltall statt. 1957 sind es die Sowjets, die das Rennen gewinnen. Zum ersten Mal startet eine Rakete erfolgreich ins All. Der Kalte Krieg, er steuert auf seinen eisernen Höhepunkt zu. 1961 beginnen ostdeutsche Truppen mit dem Bau der Berliner Mauer. 155 Kilometer lang, ein Symbolbild für eine geteilte Welt. Panik breitet sich aus, viele Bürger versuchen zu flüchten, wenigen gelingt es, viele sterben. Ein Jahr später der gefährlichste Moment des Kalten Krieges. Auf Kuba entdecken amerikanische Aufklärungsflugzeuge Abschussrampen für sowjetische Raketen, nur etwa 200 Kilometer vor der Küste Floridas. Aus Angst vor dem Dritten Weltkrieg legen der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow und der US-Präsident John F. Kennedy den Konflikt bei. 1963 wird Kennedy ein deutsches Symbolbild für Freiheit mit einem historischen Satz. Ich bin ein Berliner. 1969 schlagen die USA in der Raumfahrt zurück. Neil Armstrong ist der erste Mensch, der seine Fußabdrücke auf dem Mond hinterlässt. One small step for man, one giant leap for mankind. 1972, ein Wendepunkt im Kalten Krieg. US-Präsident Richard Nixon fliegt nach Moskau, trifft den sowjetischen Staatschef Leonid Brezhnev. Beide Länder einigen sich auf eine atomare Abrüstung. Der endgültige Durchbruch gelingt 1987. US-Präsident Ronald Reagan und der UdSSR-Generalsekretär Michail Gorbatschow unterzeichnen den INF-Vertrag. Inhalt: atomare Abrüstung der Kurz- und Mittelstreckenraketen innerhalb von 3 Jahren. Gleichzeitig bricht die Sowjetunion immer mehr auseinander. Das marode Wirtschaftssystem kann nicht mehr mit den westlichen Alliierten mithalten. 1989 dann fällt die Mauer in Deutschland. Ein Jahr später ist der Kalte Krieg beendet. Sowohl die Sowjetunion als auch das Militärbündnis der Warschauer Paktstaaten lösen sich auf.